Männchen, das mache ich jetzt mal zuerst. Na, ich bringe erstmal das Essen weg, was ich jetzt hier alles erbeutet habe. So. Was haben wir denn hier? Äpfel, so. Das. Den Kirschwein nicht. Käse. Met. Salzfleisch. Zwiebeln. So. Haben wir schon irgendwie was Verdorbenes haben wir noch nicht bekommen. Okay. Aber wir haben hier ja einiges an Verdorbenen. Kriegen wir auch noch mal guten Dünger heraus. So. D-d-d-d-d. 44 Dünger ist auch schon wieder eine gute Menge. So. Das kommt dann wieder in das Materiallager. Dann können die Leute auf dem Feld auch schon wieder den Dünger ausbringen. Moment, wo habe ich ihn? Erstmal die Bierflasche rein. Brennholz, Dünger, Federn, Holzteller, Metflasche. Na, Stöcke, so Bretter brauche ich ja gleich noch für das Dach. So. Auf geht's. Machen wir uns noch an das, ja, an die Jagdhütte ran. Ist jetzt ein bisschen umständlich, da oben immer hinzulaufen, aber ich glaube, die Location macht das Ganze doch noch mal wett. Ja, Erschöpfung, ich weiß, ich weiß. Okay. Da ist unsere halbfertige Hütte, ja. Und zum Glück ist es auch völlig egal, dass sie so weit weg steht. Die bringen die Sachen sowieso ins Lager. Na, könnte es eventuell doch reichen. Das wäre ja ein Träumchen. Nee, es wird nicht reichen. Nee. Ich brauche noch mehr Holz. Oh Mann. Auch noch drei. Na gut, einen Baum noch fällen. Dann haben wir es. Dann ist die Hütte fertig. Können die Leute hier arbeiten? Kann ich die andere Hütte dort abreißen? Ich hätte doch noch mal ein bisschen Platz und es würde auch wieder ein bisschen besser aussehen. Hier, eine Birke mitsamt Stumpf reicht. Und die Bronzeaxt ist ja auch fast schon kaputt. Zack. Zack. Und fertig. So, unsere Jäger, die arbeiten jetzt hier. So, die zwei. Also, Fleisch zu jeder Jahreszeit. Salzfleisch eher nicht. Trockenfleisch, ja, muss nicht unbedingt zu jeder Jahreszeit sein. Leder definitiv. Pelz könnt ihr auch zu jeder Jahreszeit machen. Federn. So.
Okay. Das passt. Dann fangen wir mal mit dem Frühling an und werden dann hier erstmal einstellen, was alles hier so erjagt werden soll. Also auf jeden Fall ein Großteil an Fleisch. Ein Teil davon wird zu Trockenfleisch, Fell, Leder und Pelz. Keine Sorge, je mehr Leute dann da sind, desto höher wird auch die gesamte Anzahl an gelieferten Sachen im Lager sein. Und auch das Level der jeweiligen Arbeiter dort spielt ja auch noch mal eine große Rolle. Okay, das wäre einmal der Frühling. Im Sommer so, ein Großteil soll erstmal Fleisch sein, Leder und auch noch Pelz. So, im Herbst. Muss man aber auch immer ein bisschen dran denken, es ist ja halt auch für die Vorbereitung für den Winter. So. Und hier auch noch. Ich finde, das haben sie super gelöst. Dass die jetzt pro Jahreszeit, ist es zwar ein bisschen umständlicher, hoppala, dass man das Ganze jetzt manuell einstellen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut, dass man das Ganze auch manuell einstellen kann. Das macht das Ganze halt ein bisschen logischer. Dann muss man das nicht immer für jede Jahreszeit immer neu umstellen. Man kann es direkt dann einstellen, so wie man es halt braucht. So, und fertig. Ein hübsches Jägerhütchen hier. Und dann mache ich hier auch noch einen Weg hin. Passt das Ganze. So. Wer hat jetzt ein Problem? Wahrscheinlich, ja, die Jagdhütte, natürlich. Aber die kommt ja jetzt weg. Ah, schaffe ich das hier runter problemlos? Ja, das passt. Jetzt stehen die davor wie die Ochs vom Walde. Oder wie die Ochs vom Tor. Keine Sorge, die arbeiten jetzt schon mit. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, nur weil die da wie doof stehen. Wo sind denn die? Okay. Die ist hochgeklettert. Ja, gut, ne? Mal gerade gucken. Hier sind noch ein paar Sachen drin. Die muss ich auch rausnehmen, bevor ich das Ganze hier abreiße. Vorher lässt er nämlich auch nicht das ganze Haus zerstören. So. Dann kann ich hier jetzt auch schon wieder neue Häuser hinstellen. Also, ja, ich bin doch mit der Wahl dieses Ortes, bin ich doch sehr zufrieden. So, dann an Blissboar noch gleich die Sachen geben. Den Holzhammer, den Kirschwein nicht. Ja, Knüppel, Knüppel, Kupferspeer, das Leder. Das Rotauge müsste ich noch verarbeiten. Allerdings habe ich noch keine Fischehütte. Die Säckchen sind auch gut für die Leute, für meine Leute. Für meine Leute in Feldschuppen. Ach, guck mal, jetzt ist er doch schon dahin. Jetzt ist er da oben. Naja, okay. Die suchen sich, glaube ich, am nächsten Tag dann schon einen eigenen Weg. Okay. Okay. Ja, komm schon. So hoch kann ich auch nicht springen. Ich bin keine Bergfliege. Blitzbohr. Komm, hast du das da hoch geschafft? Hallo? Oh, it's you again. Okay, dann funktioniert so. Hallo, hier hast du deinen Wein. Bist du sicher, dass der mit Kirschen ist? Oh ja, er ist. Oh ja, er ist. Großartig. Warte mal. Ich habe dich gar nicht gefragt. Was ist deine Lieblingsweinsorte? Welche ist es? Wähle weise. Puh, meine eigene persönliche. Also wenn, dann mag ich. Ich trinke nicht sehr viel Alkohol. Auch nicht sehr. Also ich trinke fast nie selten, sehr selten Alkohol. Ich mag allerdings gerne Cider. So ein bisschen trinken, ne? So
nur ein bisschen auch nur, bei guten Gelegenheiten. Aber Pflaumenwein bin ich... Ume mag ich auch ganz gut. So ab und zu mal so ein Pflaumenwein, also ein chinesischer, der ist auch ganz lecker. Aber ich trinke halt nicht sehr viel davon. Ein Gläschen, das reicht mir. Das ist die Frage, Pflaumenwein oder Apfelwein? Kirschwein bin ich überhaupt gar kein Fan von. Dann mag ich lieber doch einen Kirschlikör. Aber auch nur ein Glas, weil dann ist mir das auch schon wieder zu viel. Also mir das zu sauer ist. Ich bleib bei Apfelwein. Wenigstens nicht Pflaume. So. Ich mein Kirschwein. So, dann haben wir jetzt sogar ein paar dicke Lederhandschuhe bekommen, die uns im Winter sogar die Finger wärmen können. Dann haben wir keine Probleme mehr mit der Kälte. Brauchen wir sogar, glaube ich, keine Fackel mehr. Also das hat auch schon so einen kleinen Vorteil. Nur wir haben jetzt eine Unmenge an Geld für den Typen ausgegeben, damit er hier seinen Kirschwein hat und mit seinen Kumpel dann zechen kann. Naja. Gut. Kann ich jetzt hier noch irgendwas rinschmeißen, was ich jetzt nicht mehr brauche? Das Trockenfleisch kann ich noch ins Lager tun. Und dann so allmählich machen wir dann für heute auch dann eine Aufnahmepause. So. Ich schmeiß mal die Fische rein. Mir werden sie ja doch schneller schlecht, als wenn ich sie jetzt hier im Nahrungsmittellager habe. Gut. Wir haben heute wieder doch eine gute Menge geschafft. Ne? Ein paar Häuser gebaut. Eine Küche. Eine neue Jägerhütte da hinten. Haben ein paar Quests erledigt. Ja. Würde mal sagen, auch ein ganz schöner Tag gewesen. Ganz gut geschafft. Und mit so einem Blick hier wünsche ich euch dann jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Und ich friere. Bis dahin, ciao, ciao.